Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal und zu diesem schönen Spiel. Ja, wenn du neu auf dem Kanal bist, einfach mal ein Abo dalassen oder einen Kanal, wenn dir alles soweit gefallen hat oder dir gefällt, was du siehst. Ja, dann wird mein Kanal noch ein bisschen mehr gepusht und dann freue ich mich und mein Kanal freut sich und dann freuen wir uns alle. Ja, ja, so viel dazu. Um welche Spiele es sich dreht, seht ihr ja schon. Es dreht sich um den ersten Part von The Last of Us. Also Part 1 oder Teil 1 oder wie man es auch nennen mag. Für die PS5 in der geremasterten Version. Warum spiele ich das jetzt mit einmal? Weil sich am 19. Januar diesen Monat, also Januar, am 19. Januar 2024, da hat sich der zweite Teil angekündigt. Für die 5er, auch geremastert. Deswegen nochmal schön den ersten Teil genießen und dann sich den zweiten Teil reinpfeifen, wenn er denn raus ist. Wann ich das Ding denn letztendlich zock, weiß ich nicht. Muss ich dann mal gucken, wie das denn so bei mir mit der Zeit bestellt ist. Vielleicht schaffe ich es 20. 21. Vielleicht auch erst spätestens 22. oder 23. Januar das anzuzocken. Da werden wahrscheinlich schon so einige dann ihre Let's Plays da gestartet haben oder das Spiel schon durchhaben. Keine Ahnung. Gucken wir mal. Mal abwarten. Ich lasse mich überraschen und dann schauen wir mal. Aber da freue ich mich auch dann schon drauf. Ja, ich habe das Spiel hier schon kurz gestartet, um zu gucken, wie das mit dem Ton ist. Ja, ich habe hier schon rumexperimentiert. Und jetzt gerade die eine Aufnahme, die ich mal eben kurz gemacht habe, ohne euch, das war jetzt aber auch nur ein Test, werde ich jetzt denn noch mal ein neues Game anfangen. Und ja, dann schauen wir mal. Das Game habe ich schon mal auf der Dreier gespielt, also komplett durch. Auf der Vierer habe ich es, glaube ich, auch durchgezockt. Ja, habe ich auch durchgespielt. Und jetzt denn nochmal für die Fünfer. Also, ja. Man sagt ja, doppelt hält besser. Bei mir ist es denn dreifach hält besser. So. Ja. Ich hoffe, es klappt jetzt so einigermaßen mit dem Ton. Da müsst ihr entschuldigen, denn ansonsten habe ich denn so das ganze Spiel über den halt eben blöden Ton. Das tut mir dann leid. Also das ist jetzt das Beste, wie ich das hier rausgefriemelt habe mit dem Ton. Und ich hoffe, das ist einigermaßen anhörbar. Okay, dann starten wir mal. Viel Spaß. Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant. Er ist der Lieferant, okay? Ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Solltest schon längst im Bett sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines, die Was? Ist schön, aber... Ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh, gut. Dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt.
Sarah. Kleines, du musst mir deinen Daddy geben. Onkel Tommy? Wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, also. Onkel Tommy? Hallo? Was ist denn da los? So, da sind wir wieder. Ja, ich muss sagen, die Charaktermodelle sehen schon mal richtig nice aus. Also da wurde ein bisschen dran geschraubt. An Joel wurde auch geschraubt, das kann man sehen. Da sieht noch mal ein Tacken besser aus als wie schon zu PS4-Ära. Und ja, ich hoffe, es klappt einigermaßen mit dem Ton. Ansonsten, ja, müsst ihr entschuldigen. Dann ist das jetzt halt eben so. Sieht auf jeden Fall schon mal richtig gut aus. Die Cutscenes wurden auch verbessert. Ist mir gleich aufgefallen. Läuft. Das ist schon mal sehr schön. Also, ja, es fängt ja auch schon mal gut an. Da bin ich ja mal gespannt, was noch so alles auf mich zukommt. Verdammt, die habe ich total vergessen. Es ist tot. Dad? Ja, wie gesagt, also The Last of Us ist echt Hammerspiel. Da hat Naughty Dog mal richtig einen rausgehauen. Also das ist genauso, wenn nicht sogar ein bisschen besser oder zumindest ebenbürtig wie diese Uncharted-Reihe von Naughty Dog. Ist genauso episch. Und ja. Ist auf jeden Fall richtig nice Spiele, so wie The Last of Us, so wie die Uncharted Spiele sind richtig schöne, super hammergeile Spiele. Also kann man nichts gegen sagen. Und ja, Uncharted werde ich mir dann auch nochmal zur Brust nehmen. Wann ich das mache, weiß ich nicht. Sind ja auch denn noch Uncharted sind ja dann schon 4 Teile, also da muss man schon ein bisschen zocken. Und ja. Bist du hier? Dann, wo bist du? Uns erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter Aggressivität in der Nähe neigen und sofort alle hier wegbringen, es tritt Gas aus. Hey, los, es scheint, dass die Soldaten hinter mir. Dad? Ja, das ist schon genial gemacht, ey. Also, ist schon der Hammer. Zumal, weil ja auch die Last of Us-Teile dafür berühmt sind für ihre Gewaltdarstellung. Und ja. Im ersten Teil ist das schon heftig. Aber im zweiten Teil. Im zweiten Teil wird da nochmal richtig ein rausgehauen, was die Gewalt betrifft. Und yeah. Und das ist das, was ich so toll finde. Da das dann auch mal schonungslos gezeigt wird.
Gerade im zweiten Teil, wenn die Racheaktion kommt. Das ist ja dann, würde ich genauso handeln. Mich an denen rächen, die es verkackt haben. Ach, Anrufer. So. Verdammt, wo bist du? Ruf an. Bin auf dem Weg. Ja, den Namen Tommy, den kennen wir ja. Der spielt ja im zweiten Teil dann auch noch eine große Rolle. Und ja. Oh, er sieht aber auch schon, sieht echt gut aus. Da bist du ja endlich. Sarah, bist du okay? Ja. War hier jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fern. Bleib einfach zurück. Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Das sind die Coopers. Das stimmt nicht mit ihnen. Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Oh Gott. Jim. Dad. Jimmy, komm her. Komm her. Jimmy. Jimmy, ich warne dich. Nein. Du hast ihn erschossen. Sarah? Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy, los. Los. Okay. Wo verdammt warst du? Weißt du, was hier draußen los ist? Ich habe da eine Ahnung. Komm, Scheiße. Wieder rein. Da ist überall Blut. Ist nicht meins. Lasst uns einfach abhauen. Scheinen sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Können wir bitte gehen? Irgendein Parasit oder sowas. Sagst du mir, was passiert ist? Später. Hey, Sarah. Wie geht's dir, Ibiza? Ganz gut. Machst du das Radio an? Ja, klar doch. Danke. Er baut Straßensperren auf. Kein Zugang zu Travis County. Wir müssen so schnell wie möglich weg. Die 71 nehmen. Wie viele sind denn gestorben? Viele, glaube ich. Meine Familie lag völlig zerfetzt im eigenen Haus. Ja. Sorry. Großer Gott, wie ist das passiert? Das weiß niemand. Es passiert nicht nur hier. Erst schien es nur der Süden zu sein. Jetzt hört man das über die Ost- und die Westküste. Herr im Himmel. Das ist Louis' Farm. Ich hoffe, der Schweinehund hat es geschafft. Ganz bestimmt. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt. Nicht hier. Hat Jimmy nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut, glaub mir. Okay. Mal sehen, was sie brauchen. Was zum Teufel machst du? Fahr weiter. Sie haben ein Kind, Joel. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Hey, fahr vorbei, stopp. Tommy. Stopp! Ich habe mehr gesehen als du. Jemand anders wird kommen. Wir hätten helfen sollen. Umdrehen und... Hey, was zum Teufel los jetzt? Ach du Scheiße. Dreh um. Oh mein Gott. Tommy. Tommy! Oh, Scheiße! Was zum Teufel war das? Hast du es gesehen? Ja, hab ich. Verdammt. Dreh hier, dreh hier. Nein, 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 nein. Wovor rennen die weg? Ich versuch's ja. Oh nein.
Wir können hier nicht anhalten, Tommy. Ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel. Fahr zurück. Hinter mir sind sie auch. Da. Festhalten. Fahr. Zurück, Kleines. Zurück. Dir geht's gut. Da, Kleines. Okay, gib mir die Hand. Was ist denn? Mein Bein tut weh. Wie schlimm. Ziemlich schlimm. Wir müssen jetzt rennen. Gib uns weg. Komm schon. Halt dich fest. Okay. Daddy. Mach die Augen zu, Kleines. Nicht hinsehen, Sarah. Die einfach nur mich anfangen. Ich bring dich hier raus. Versprochen. Hier lang, durch die Gasse. Los! Ist tot. Verdammt! Wir sind fast da, Kleines. Sie kommen durch den Zaun. Bewegung! Los zum Highway! Los! Du hast Sarah! Ich bin schneller als sie! Onkel Tommy? Wir treffen uns dort! Mach schnell! Daddy, wir müssen ihm helfen! Er schafft das schon. Wir sind fast da. Sie kommen näher. Dad? Ist okay, Kleines. Wir sind sicher. Hey! Helfen Sie uns! Stopp! Bitte! Meine Tochter, ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Lass das stehen! Okay. Wir sind nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, es ist ein kleines Mädchen. Aber... Ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind gesund, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Oh, Scheiße! Nein. Sarah! Okay, lass mich mal sehen, Kleines. Ich weiß, Sarah, ich weiß. Hör zu mir, ich weiß es nicht. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah, ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines, ich weiß.
Sarah. Kleines. Kleines, tu mir das nicht an. Tu mir das nicht an. Ja, das ist schon sehr heftig, ey. Wahnsinn. Die Anzahl der bestätigten Opfer beträgt. Kann man sich gar nicht so vorstellen. Der Gouverneur hat den Notstand ausgerufen. Das war unfassbar. Aber hunderte von Toten lagen auf den Straßen. Wenn einem das dann wirklich mal selber passieren sollte. Organisation, die neuesten Impfversuche gescheitert sind. Mit der Entmachtung der Bürokraten können wir endlich die notwendigen... Los Angeles gehört jetzt ebenfalls zu den Städten, die unter Kriegsrecht stehen. Alle Bewohner müssen sich innerhalb von 72 Stunden bei ihrer zuständigen Quarantäne zeigen. Schon seit 3 Tagen in Folge herrschen schwere Unruhen und die Wintervorräte werden immer knapper. Eine Gruppe, die sich selbst Fireflies nennt, übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe. Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung. Es kam zu Demonstrationen nach der Hinrichtung von 6 angeblichen Fireflies. Komme. Na, wie war dein Morgen? Auch ein? Nein, für mich nicht. Ich habe interessante Neuigkeiten für Wo dich. Wo warst du, Tess? West End Bezirk. Hey, wir hatten eine Lieferung. Wir hatten eine Lieferung. Tja, du wolltest deine Ruhe, weißt du noch? Dann lass mich mal raten. Es lief total schief und der Kunde hat unsere Pellen. Kommt das in etwa so hin? Es lief alles wie geplant. Die Lebensmittelkarten werden locker für Monate reichen. Und was ist das da? Ich war schon auf dem Rückweg, als mich plötzlich 2 Arschlöcher angegriffen haben, okay? Ja, die beiden haben mich überrascht, aber keine große Sache. Gib mir das. Eben die Arschlöcher noch. Sehr lustig. Weißt du wenigstens, wer es war? Ja, das waren einfach nur 2 Arschlöcher. Sie sind egal. Was nicht egal ist, ist, dass Robert diese Penner geschickt hat. Unser Robert? Er weiß, dass wir ihn suchen. Er versucht einfach, uns zuvorzukommen. Mistkerl, er ist schlau. Nein. Er ist nicht schlau genug. Ich weiß, wo er sich versteckt. Natürlich weißt du das. Im Lagerhaus in Area 5. Doch wer weiß, wie lange noch. Na, dann gehen wir doch gleich, okay? Von mir aus gern. Hey, er will nur Hallo sagen. Kontrollpunkt 5 ist noch offen. Nur ein paar Stunden bis zur Sperrstunde. Dann sollten wir uns beeilen. Ja, eins muss ich ja gleich erstmal sagen. Also dafür, dass ich jetzt den Leistungsmodus anhab von dem Spiel. Also klarer Fall, also die Kulisse hier, die sieht Wahnsinn aus. Das sieht echt toll aus. Wenn man das Ganze sich dann mal so anguckt. An den Charaktermodellen habe ich ja schon gesagt, wurde auch gearbeitet. Das kann man hier an Joel sehen oder auch an seiner ehemaligen Tochter. Das sah alles schon, das sieht echt gut umgesetzt. Auch die Cutscenes finde ich perfekt. Aber eins vorweg, jetzt wo ich habe den Leistungsmodus an und ich muss sagen, das habt ihr ja dann auch gesehen.
Turm ruckelt das. Hallo? Kann ich wohl nicht angehen hier. Also, ja, ein bisschen komisch. Aber na gut, weiter geht's. Ach, jetzt fliegt der Vogel weg. Alles klar. Ich wurde für den Arbeitsdienst ausgewählt. So ein Scheiß. Soldaten sorgen doch draußen für Ordnung. Das werde ich Ihnen mal sagen. Sieh mal da. Es gibt noch keine Lebensmittel. Es wird wohl wieder knapp. Naja, gut. Boah, ich hoffe so sehr, dass das mit dem Ton hinhaut. Achso, ganz vergessen. So, die Wasser. Das Wasser hier, das sieht schon. Sieht schon gut aus. So, dann wollen wir mal. Boah, Hammer. Ey, das ist schon wieder ein Bild, ey. Hammer. Geil. Auch so, dass der Hintergrund nicht scharf gestellt ist, sondern so ein bisschen unscharf. Und das, was vor der Nase ist, so scharf ist, finde ich auch schon mal richtig gut. Also, geil. Anscheinend gibt es immer mehr Infizierte. Und umso mehr, die sich wegschleichen. Ich habe uns Papiere besorgt. Wir sollten uns keinen Ärger machen. Bleib einfach cool. Okay, weiterfahren. Da schon wieder. Warum ruckelt das? Also, naja. Ausweise bitte. Bitte schön. Was wollt ihr hier? Ich habe heute frei. Besuche einen Freund. In Ordnung. Geht weiter. Danke. Raus hier, los! Du Schlitzer! Feuer Fleisch! Sie hauen ab! Okay. Achtung! Checkpoint 5 ist bis auf weiteres geschlossen. Alle Zivilisten müssen den Bereich sofort verlassen. Okay. So viel zum einfachen Weg. Verarzte dich, okay? Okay. Und dann. Boah, ist schon nochmal ganz schön der Trigger-Widerstand hier. Ach so. Ja, Entschuldigung. Sie werden alle Checkpoints schließen. Wir werden außen rumgehen müssen. Hinter der Mauer? Oder wir lassen Robert in Ruhe? Toll. Hey Tess, hast du es mitgekriegt? Ich war da. Hey, wie sieht's am Osttunnel aus? Er ist frei. Oh, das mit dem Schatten sah schon geil aus. Was habt ihr vor? Wir wollen Robert besuchen. Ihr auch? Wer will denn sonst noch zu ihm? Marlene. Die hat nach ihm gefragt. Sie sucht nach ihm. Marlene? Was wollen die Fireflies denn von Robert? Als ob sie mir das sagt. Tja, was hast du ihr gesagt? Die Wahrheit. Ich habe keine Ahnung, wo er steckt. Sehr schön. Hey, halt die Ohren steif, okay? Das Militär wird bald überall sein. Ja, dann bis bald. Marlene sucht nach Robert? Was hältst du davon? Gefällt mir nicht. Wir sollten ihn vor den Fireflies finden. Wir sind dran. Hey Leute, wie sieht's aus? Es braut sich was zusammen. Und wie sieht's hier aus? Ah, alles ruhig. Keinerlei Militär oder Infizierte. Das hört man doch gern.
Joe, hilf mir mal damit. Seid vorsichtig da draußen. Es werde Licht. Ja, tut mir leid, wenn ich hier so ein bisschen rumhuste oder rumschniefe. Ja, ich bin immer noch so ein bisschen Seuchen vorbelastet, also Erkältung. Ja. Unsere Rucksäcke sind noch hier. Nicht mehr viele Kugeln. Tja, du musst gut zielen. Jawohl. Okay, R2 zum Nachladen. Hilf mir hoch. Okay. Was gibt's denn noch Schönes? Ja, jetzt geht das nämlich dann schon wieder los mit dem Looten. Aber wir hier mal wieder gucken, was man Schönes sammeln kann. Aber da ich ja nun die nicht allzu schwere Schwierigkeitsstufe habe, sollten wir hier ganz viele Sachen finden. Also es sollte ganz einfach vonstatten gehen. Wenn ihr euch das Spiel auch holen wollt, könnt ihr das gerne machen. Also bei The Last of Us kann man auf jeden Fall keinen Fehler machen. Also das muss erstmal gesagt werden. Es sieht auch so schon richtig gut aus. Auch so die Licht und Schatten und so die Dunkelheit, das alles so, das sieht echt schon alles ganz gut aus. Also es gefällt mir. Passt. Läuft. Also ist schon echt nice. Ja, ich weiß, dass ich dahin muss. Bereit? Ja, Ma'am. Na los. Geh weiter. Okay. Vorsichtig. Bin ich das nicht immer? Ist das eine Fangfrage? Ach, so geht Licht an, okay. Ja, mal eben kurz hier abchecken, ob hier was zum Looten ist. Wenn man denn hier gleich was mitnehmen kann, dann will ich das ja auch machen, ne? So wie das hier aussieht. Oh, das sieht... Also Lichtverhältnisse, ey, das sieht echt, das ist echt Hammer. Das sieht Bombe aus. Also kann man echt nichts gegen sagen. Oh, Entschuldigung. Auch so, dass das hier alles so weggefetzt ist und ja, sieht echt gut aus. Ah, okay. Wenn er durch das Grüne hier läuft, dann geht das sogar ein bisschen beiseite. Das hätte man noch ein bisschen besser machen können. Aber, ach Gott, was soll's. Ist ja... Hauptsache, da bewegt sich überhaupt was zur Seite, weil bei manch anderen, da kannst du da so durchlaufen. Aber hier... drängt er das dann auch schon beiseite. Das ist schon... das ist super. Das gefällt mir auch schon wieder. Das ist geil. Gut, einen Negativpunkt gibt es natürlich auch, dass hin und wieder mal hier im Leistungsmodus geruckelt wird. Also das gefällt mir nun gar nicht. Also das ist ja nun No-Go. Wo ist die Leiter? Sie muss hier ja irgendwo sein. Hab sie. Gut, bring sie rüber.
Ladies first. Lady, du musst mich wohl verwechseln. Alles ist relativ. Hier lang. Oh ja, geile Glotze. Nimm ich mit, nimm ich. Alles meins. Oh, Mann, dieses Geschnorre und Gehuste, das geht mir so auf den Sack. Okay, da müssen wir hin. Gibt es hier irgendwas? Ah! Wahnsinn! Sehr schön. Das ist ja auch schon mal nice. Aber wenn wir hier schon mal sind, können wir auch hier mal eben gucken. Oh, Kinderabteilung hier, oder was? Oh. Okay. Ach, da kann man auch lesen, okay. Ja, okay. Kinderhände an der Wand, also waren dann wohl doch noch ein paar mehr Kinder hier als wir, nur eins oder zwei. Okay, ja gut, bei den Hochbetten hier zu urteilen, waren auch schon mehr. Ja. Okay. Jetzt hier runter. Ob Robert unsere Waffen noch hat? Um seinetwillen, hoffe ich's. Na, wenn wir unsere Waren erst haben, werden wir sie auch schnell los. Wo wir von Waren reden, wann kommt was Neues rein? Wir treffen Bill nächsten Monat. Mehr Pillen, viel Munition. Vermutlich. Ja, tja, er hat immer irgendwas. Das reicht dann für eine Weile. Warte, Sporen. Ah, das sieht schon gut aus. So die Partikel, die da so sind, schon nice. Wo zur Hölle kommen die her? Bisher war es hier sauber. Cool. Die kommen irgendwo raus. Pass auf. Ey, geil. Ey, das, Alter, das sieht so geil aus. Der Hammer, ey. Auch wie denn, wenn man die so anleuchtet, dass sie so... Ja, wie kleine Sterne dann funkeln, das ist voll geil. Sieht cool aus. Da liegt ja der Grund. Die Leiche ist nicht alt. Wir müssen wirklich wachsam bleiben. Jo. Läuft. Hier sollten wir durchpassen. Scheiße. Alles okay? Ja. Die verdammte Decke kommt runter. Pass auf. Vorsicht. Scheiße. Pass auf, pass auf. Helf mir. Meine Maske ist kaputt. Ich will mich nicht verwandeln. Bitte. Was willst du jetzt tun? Zielen und schießen. Hier hätte ich mir jetzt gern eine dritte Option gewünscht, dass man den eventuell da raushilft. Und ja. Aber gut, da seine Maske eh kaputt ist. Gehen wir. Gut. Ist zwar blöd und fragwürdig, aber ja, mein Gott, was will man machen, ey? Bevor er sich dazu so ein Monster entwickelt, der dann lieber... Boah, was geht hier denn ab, ey? Aber... Wo sind wir hin? Dahin?
Das mit den Sporen sieht schon echt cool aus. Wo sind die denn schon wieder hin? Von da kommen wir doch, Mädchen. Hä? Davon. Ah, okay. Ach so, die gehen nicht auf meine Taschenlampe. Ja, geil. Ja, danke schön. Das ist doch cool. Nehmen wir mit. Ja, das wird wahrscheinlich dann der Hauptbestandteil sein. Also werde ich dann wieder machen, das Rumschleichen. Dauert zwar dann länger, aber man hat nicht so viel Ärger. Die Lichtverhältnisse, die. Ey, hallo? Da, geil. Er läuft. Und auch wie die Pflanzen hier so angeleuchtet werden. So, er ist hier so ein bisschen, da vorne ist so ein bisschen Schatten, weil die Sonne da nicht trifft. Das läuft. Ja, nice, Alter. Ey, die Vegetation, die sieht auch nicht schlecht aus. Cool. Frische Luft. Dafür lohnt es sich, nach draußen zu gehen. Ich hasse den Gestank in der Stadt. Warum fragst du Bill nicht nach einem dieser Raumsprays? Hey, wenn die nicht abgelaufen wären, wäre das eine Idee. Okay, gehen wir mal weiter. Ja, das Wasser ist schon... Und vor allem auch so diese Algen da drauf. Das sieht auch. Ey, das sieht echt gut aus. Ja. Ja, sorry Leute, dass ich hier so rumgucke, aber wenn ich das jetzt schon mal wieder spiele zum dritten Mal, dann will ich mir das auch angucken und auch dann schon mal so ein bisschen Fazit geben. Weil, wenn ich euch dadurch anregen kann, das auch zu kaufen, dann ja. Habe ich ja meinen Soll erfüllt. Ja. Das beinhaltet ja eigentlich auch Let's Plays, dass man euch zeigt, guck mal, so sieht das aus. Gut, andere gucken nur, aber wenn man andere dadurch anregen kann, das eventuell auch zu kaufen, die denn eventuell schon vorhatten, das zu holen, nur sich noch nicht sicher waren, ist das doch nicht schlecht. Also das Spiel, also die Last of Us Spiele, die kann man sowieso bedenkenlos kaufen. Na, das wäre jetzt geil gewesen, wo sie das so über den Boden geschlürt hat, dass sie das Laub hier so mit nach vorne schiebt. Aber, ja, oh Gott, Kleinigkeiten halt eben, ne? Und das finde ich auch geil, dass so eine kleine Zwischenanimation gestartet wird, dass er das zumacht. Wieder, finde ich cool. Auch das vorhin mit der Tür, dass er die Tür von alleine zumacht, finde ich cool. Das sind so Kleinigkeiten, die ich voll geil finde. Okay, hier ist nix.
Verdammt, das Brett ist weg. Oh, da unten, ne? Wärst du so nett, bitte? Ich hole es. Hier, reich es rüber. Das ist ganz schön schwer. Ich werde das schon schaffen. Okay. Jawohl, eine Powerfrau. So muss das sein. Das gefällt. Super. So. Geht doch. Wohin denn? Dahin? Ah, okay. Wir sind fast da. Boah, da liegt auch schon wieder Wasser oben. Oh, ja, das war klar. Boah, ey. Hallo? Lass uns nachsehen, ob hier Soldaten sind. Ja, hier kann man sehen, wie schön er das Blattwerk da beiseite macht. Sieht schon cool aus. Das Grün, das sieht schon echt gut aus. Auch das Fahren hier so, das sieht schon echt gut aus. Wahnsinn. Wo müssen wir denn hin? Ach, da rein, okay. Mach zu. Da, schon wieder. So eine kleine Zwischenanimation, dass er die Tür zumacht. Läuft, finde ich cool. Ey, es ist geil. Nimm dir die Kugel. Brauchen sie noch. Oh, cool, Muni gefunden. Sehr schön, so soll das auch sein. So, hier leuchtet nichts. Okay. Aber hier. Achso, das wird nur angeleuchtet. Okay. Hey, kleiner Mann. Schau nach, ob die Luft rein ist. Keine Soldaten, keine Männer von Robert, ja? Du weißt, dass er uns erwartet. Na, das macht's interessanter. Los geht's. Na komm. Seid das. Hey, süße Lady, wie geht's dir denn? Gehört, nicht jetzt, Terrence. Nein, ist gut. Ich hab die Karte da. Jetzt, verstanden? Okay. Kann ich machen. Zick doch nicht gleich so rum deswegen. Ja, Leute, ich würde sagen, dann war es das erstmal für den fürs First Look, würde ich sagen. Ich guck mal, wie viele Minuten wir schon haben. Ah, siehst du, haben wir ja schon fast die Stunde voll. Dann kann ich ja auch erstmal jetzt einen Cut machen. Und dann spielen wir hier im nächsten Video dann weiter. Und dann passt das schon. Also ich muss sagen, das, was ich bis jetzt gesehen habe, es war zwar nur der Anfang, aber es kann ja nun jetzt nicht mehr viel schlimmer werden, sage ich mal, eigentlich überhaupt nicht. Bin jetzt noch mal gespannt, was mich jetzt denn so im Laufe des Spiels denn noch so erwartet, so was noch so verbessert wurde. Da bin ich ja mal gespannt drauf. Also was ich bis jetzt gesehen habe, bis auf die Ruckklammer abgesehen, also das ist jetzt echt Minuspunkt, die da so zwischenzeitlich denn mal waren. Und das im Leistungsmodus. Naja, gut. Aber alles andere hat gefallen. Das war schön, das war toll. Macht Lust auf mehr, sag ich mal. Okay, dann war es das erstmal von meiner Seite. Und dann sehen wir uns in einem neuen Video. Bis dann.